Verhaltensauffällige Menschen wie Frau Hoffmann und ich haben es im echten Leben wirklich schwer, einen Partner fürs Leben zu finden. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass der Ponyhof uns exklusiv die Möglichkeit gibt, im Rahmen einer versteckten Kameraaktion die Liebe fürs Leben zu finden. Manche nennen es auch Desaster-Dates. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was daran das Desaster sein soll, denn schauen Sie sich das an, schauen Sie sich das an, schlimmer kann es doch wirklich nicht mehr werden. Dich. Tag. Oh, ein schön, Kölner. Dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ebenfalls. Nimm Platz. Kannst du Witze erzählen? Ja. Und zwar? Du lachst auf keinen Fall über den Witz. Auch mal versauten. Auch mal versauten. Jetzt bin ich aber gespannt. Lache an einer völlig unpassenden Stelle dieses Witzes. Ein Mann. Oh, das fängt super an. Betritt ein spanisches Restaurant. Wart's ab. Ja, ich warte gespannt. Unterbrich ihn immer wieder, währenddessen er den Witz erzählt. Ja, das ist ein riesiger Stierhoden. Heute war Stierkampf. Kein Schwein, ein Stierhoden. Ein Stierhoden. Ein riesiger Stierhoden. Hätte ich auch gerne. Ein Kampf, ein Stierhoden. Genau, vom Kampf, ne? Vom Kampf. Warten, nächste Woche kommen sie wieder, kriegen sie auch so einen tollen Hoden. Okay. Eine Woche, wie geht, der kommt wieder zurück. Nach einer Woche ist wieder Stierkampf. Der setzt sich rein, stellt den Kellner. Sie wissen ja, was ich haben möchte, ne? Den Stierhoden. Ja, da bringe ich ihn sofort. So, der kommt. Ja, der Kellner. Der Kellner bringt den Hoden, der guckt sich das an. Den Hoden. Den Kellner, hören Sie mal, der Hoden ist heute zu klein. Wie kommt das denn? Da hat der Kellner. Da hat der Stier gewonnen. Bah. Iba. Ist der nicht versaut? Nee, der ist ekelig. Mhm. Du siehst aus wie das David Hasselhoff. Mein Typ total, ne? Ja, du siehst wirklich aus wie David Hasselhoff. Ich habe mir früher immer gewünscht, David Hasselhoff wäre mein Vater. I've been looking for freedom. Richtig, genau. Oder Limbo, do, Limbo, da, everybody get the... Hab ich auch geguckt, alles. Nightrider. Der dreht gleich durch. Der scheuert dir gleich eine. To some 20 years ago. Nein, aber den verdanken wir bis heute die Wiedervereinigung. Du siehst wirklich aus wie David Hasselhoff. Das aber, es gibt... Wie sieht es aus, wenn du ein Cheeseburger bist? Hi. Was soll ich treffen? Hi. Annie, setz dich. Du ziehst gleich bei mir ein, oder was? Ich zieh bei dir ein. Ich, nein, weil du einen Rucksack dabei hast. Ach so, nein. Yannick? Yannick, ja. Wie alt bist du? 22, du? Was machst du denn so? Ich bin selbstständig. Wie geht denn das, wenn er noch so klein ist? Aber das heißt, du willst dich erstmal auf Karriere konzentrieren und so Familie und so ist noch nicht so ein Thema. Nein, 22, Familie. Aber 22 ist viel zu jung noch für eine Familie, ja. Oder? Okay. Oder? Willst du nicht sein? Man das Gefühl hat, dass es jetzt soweit ist, warum nicht? Hast du so ein Lieblingsreiseziel? Boah, ich habe nach dem Abi bin ich viel gereist. Das war ja erst letzte Woche. Und wo warst du dabei? Indien, 3 Monate. Warte mal kurz, du fliegst für 3 Monate nach Indien in einen Staat, wo Alkohol nicht erlaubt ist. Ja. Mit 18. Was ist falsch mit dir? Ich bin nicht so der Säufer. Du nuschelst ein bisschen doll. Bist, aber ich habe so das Gefühl, du nuschelst immer so in dich rein. So. Ja, du bist nicht ganz mein Alter, oder? Das ist unverschämt. Was heißt das, ich bin nicht ganz dein Alter? Ich bin zu jung. Ja. Du kannst ihm noch viel beibringen. Aber ich könnte dir noch viel beibringen, vielleicht. Das kann natürlich sein. Das müsste man dann rausfinden. Kennst du den Spruch, auf alten Fregatten lernt man segeln? Ja, auf alten Pferden lernt man reiten. Ne? Ich bin ein sehr altes Pferd, auf mir könntest du reiten lernen. Okay. Manchmal klinge ich auch tatsächlich wie ein Pferd im Bett, aber lassen wir das. Aber hast du so Fantasien mit älteren Frauen? Nicht unbedingt, nee. Er ist ja ehrlich gesagt ein bisschen zu alt. Also so mein letzter Freund, der war halt irgendwie 19 und da dachte ich schon so, boah, also die fangen ja dann auch so an, so Fragen zu stellen und so ein bisschen rumzunerven und seine eigene Meinung zu haben. So, vielleicht bist du auch ein bisschen alt für mich, ich weiß nicht. Frag ihn mal, ob er potenziell Samen spenden würde für dich. Also ich würde dir keine Angst machen oder so, aber wenn du nicht Vater werden willst, so Samenspende, wäre das eine Option für dich? Nee, gar nicht. Nee? Der Gedanke, dass einfach ein Kind von mir irgendwo auf der Welt rumläuft und... Also du könntest es sehen, wenn du willst. Und es wäre ein sehr hübsches Kind. Du bist halt echt hübsch so. Es hätte sogar die gleiche Augenfarbe. Danke, danke. Kannst ja mal drüber nachdenken. Tagchen. Hi. Hi, grüß dich. Janine. Hallo, Rico. Setz dich. Danke. Tag. Ja. Ja, bist du da? Ich schätze jetzt nicht. Nee, mach mal nicht. 34. 34? Ja.
sagt, du hast dich geirrt, du bist 32. Und dann, nee, 32, Entschuldigung. Was denn nun? Und dann... Was denn nun, ist schön. Was sagen wir zu Sport? Ob ich Sport mache? Nur Sex, kein Sport. Ja, Horizontalsport, sonst gar nichts. Mach ihm mal ein Kompliment zu seiner Frisur. Ich finde es sehr mutig, irgendwann zu sagen, ey, bevor ich mir hier albern irgendwelche Fusseln in die Stirn käme, schneide ich die Scheiße einfach ab. Danke. Das kommt daher, denke ich mal, weil ich ohne Kopfkissen schlafe, mit dem ich 7 Jahre alt bin. Weil du ohne Kopfkissen schläfst? Mit dem Gesicht nach unten? Nein. Ja, immer so oder so. Das prägt dann den Traummuskel. Manchmal, wenn ich dann richtig so gut drauf bin, also wenn ich zum Beispiel beim Bumsexeln bin. Beim Bumsen? Genau, beim Bumsen. Ah, okay. Da habe ich Lust, wenn ich auch richtig schöne Beine hast, dann habe ich Lust einzubeißen. Dann richtig derbe. Wenn die schreit, hörst du dann auf? Ja, natürlich. Okay. Also ich schreie manchmal auch, wenn es gut ist. Wenn dann einer aufhört, ist es natürlich kontraproduktiv. Kommt drauf an, was man macht. Nur Beine? Nur Beine oder halt einfach auch... Arsch. Genau, ein Arsch oder den Schuh. Da, wo es halt wirklich, wo es halt rund wo ist. Wo Fleisch ist. Ja. Richtig Fleisch. Genau. Ist, magst du eher so ein bisschen mehr so... so? Ich schon was oder mehr so... Ich sag mal so, wenn ich merke, dass es halt von hinten so wehtut, sprich, also dass ich halt die Knochen spüre. Wenn du dir die Hüfte am Arsch wund bummst. Hab ich da keine Lust mehr. Gut, das Problem. Hallo. Hi. Hi. Annie, hi. Hi. Annie? Ja, Annie. Was machst du beruflich? Bankkaufmann. Bankkaufmann. Frag ihn, ob er schon mal was hat mitgehen lassen. Wenn da so Geld in einer Kasse vor dir liegt, machst du da nochmal so... Also erstmal ist sowieso alles überwacht und der Witz ist, wenn du vor dieser Kassenlade stehst und da liegen so 40.000, 50.000 drin, das ist einfach nur dreckiges Geld. Lobe ihn für seinen interessanten Kleidungsstil. Hat das was mit seinem Job zu tun? Aber ist das jetzt ein Arbeitsoutfit oder ist das jetzt ein... Nee, das ist zivil. Okay. Das heißt, du ziehst dich immer so interessant an? Das ist auch wirklich. Das sind Jeans und eine Hemd. Mit der Kleidung hat ja immer was mit Respekt zu tun, anderen gegenüber. Kleidung hat was zu tun mit dem Respekt anderen gegenüber. Und was zu Hause dann so mit Jogger oder auch vernünftig? Weil es könnte jemand klingeln. Die Jogginghose ist auch wirklich nur zu Hause. Du stehst ja total auf Jogginghosen. Ich finde Jogginghosen bei Männern echt toll. Also A, kannst du sie schnell runterziehen, B, sind die bequem. Und ihr Männer müsst ja nicht mal was drunter tragen. Ihr könnt es ja baumeln lassen. Oh. Ich finde, es gibt 2 Kleidungsstücke. Bei Männern sind die Jogginghosen und bei Frauen sind die Radlerhosen. Lobe ihn für seine Reife. Aber das heißt, du bist dann auch schon relativ reif für dein Alter. Also wie alt bist du? Circa? Entschuldigung. 40. Okay, 40. Gut. Was ist das? Schrittzähler. Wie viel? Das heißt, du bist heute 3.800... Ich bin bis jetzt 3.882 Schritte gegangen nach dem. Aber wo bist du denn hingelaufen heute? Das hast du aber schnell. Ich geh mal kurz auf Toilette, ja? Ja. Muss schon den ganzen Morgen kacken.